Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drive Club. Klappt das jetzt mit der Aufnahme? Ja, es klappt, das ist super. Eben ging es nämlich nicht, aber ich muss das Fenster nochmal kleiner machen. Dann bin ich auch schon da. Gleich geht's los, gleich geht's los. Das schneide ich natürlich alles weg, das ist klar. So, das mal so. Okay, dann nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drive Club. Wir haben gestern Stufe 8 erreicht. Wir haben eine neue Nachricht und da steht. Ne, das hat man gestern schon gehabt. Ne, da haben wir nichts Neues. Das sind die Neuigkeiten. Okay. Club erstellen, Club? Nee, das machen wir noch nicht. Tour. Okay. Dann wollen wir mal durchstarten. Also hier haben wir die Sterne. Da. Machen wir mal Norwegen Open. Scotland. Nee, Zinraldino. Das habe ich gestern, glaube ich, gemacht, aber verloren, glaube ich. Der ist neu, Johnny. Audi, Renault, Mini, John Cooper, Works. Ich glaube, den haben wir neu. Bin mir gar nicht so sicher. Genau. Eingestiegen. Ah, wir sitzen noch auf der anderen Seite vom Auto. Auf der Re ja, auf der rechten Seite ist das. So. Dann wollen wir mal starten. Sonnenschein gut. Klares Wetter. Wir müssen maximal Top 3 Platzierungen erhalten. Minute 40 die Runde durchschaffen oder weniger. Und Drift-Duell. Ich hoffe, dass wir irgendwas schaffen. Eins davon. Oder zwei. Wir können auch alles schaffen. Naja, die 650 finde ich echt schwierig bei dieser Kurve. Die habe ich gestern schon versucht. Aber finde ich echt schwierig. Und hier, wie viel. Nein, wird nicht angezeigt. Ich habe ja auch nicht richtig gedriftet oder so. Das kann ich jetzt gerade noch nicht so sagen. So, Kurvenstrafe haben wir erhalten. Ich weiß aber nicht, was passiert. Scheinbar passiert ja gar nichts. Vielleicht werden Punkte abgezogen oder irgendwie. Mal schalten. So. Miep, miep. Wir liegen gut in der Zeit, weil wir sind immer noch Sechster. Aber die Grafik und die Landschaften sind echt super gemacht, echt Wahnsinn. Dann habe ich jetzt schon wieder Kritik im Internet gelesen für das Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Weil so Schatten entstimmt sollten immer. Ich konzentriere mich auch nicht auf die Schatten, ich konzentriere mich ja eher aufs Spielen. Haben wir es geschafft? Yes! Yes! Super!
Hätte ich nicht gedacht, wir haben 681 und 650 haben wir gebraucht. Yeah. Und wir sind Fünfte. Sechster. Hauptsache, wir kriegen erstmal ein Star und dann können wir weiter gucken. Ach Mist. Wir waren zu lange außerhalb. Ja, ich gehe mit 7. ins Ziel. Und einen Stern haben wir bekommen. Das war mein Handy. Scheißegal. So, 7. mit 3 Minuten 38. Das sind immer nur so ein paar Sekunden. Ja. Aber der fährt sich eigentlich ganz gut. So. Oder sind wir den schon mal gestern gefahren? Ich weiß es ja nicht. Bestimmt. Ich mache erstmal weiter und dann später, wenn wir die jeweiligen Sterne brauchen oder so, tun wir das wiederholen. Damit wir weiterkommen. So, und jetzt hier machen wir Rookie Trophy. Rocky Trophy. Und dann nehmen wir den hier. Den Audi A1 Quattro. Genau. Weil, na, ich habe den jetzt einfach genommen. Wegen der Beschleunigung. Habe ich einfach mal danach geguckt und so mal. Wow. Schön. Das ist auch eine schöne Strecke. Das muss man gesehen haben. Wer das nicht gesehen hat, ist selber schuld. Audi, so. Dritten Gang. So, das da schlagen wir schon mal. Wir haben knappe 667. Von 100 war es, glaube ich. Das haben wir schon mal geschafft. Leider war es keine Aufgabe. Aber wir bekommen natürlich Punkte dafür. Im Moment sind wir Letzter. Und wir haben... Aber dennoch, wir sind respawned und so. Und haben dennoch 210 Punkte gemacht. War nicht nur schlecht. Eigentlich nicht schlecht. So, jetzt sind wir Elfter. Wir müssen die Position halten und dann kommen wir auch locker durch. Ja. Und wie viel brauchen wir? 55 hat der und wir haben so im Durchschnitt 90. Und wir haben es geschafft. Yes. Also wir werden Punkte kriegen, jetzt im fünften Gang. Wir sind in der zweiten Runde ab jetzt. Mal weitersehen. Gut auf dieser Spur bleiben und jetzt haben wir 817. Da haben wir theoretisch uns gebietet. Was war das? Gebietet. We are the beaters. Aber den haben wir trotzdem geschlagen. Toll, mit 320 Punkten. Und zwar 10. Gang. 9. Platz mit Gang. Aber 6.
Collision. Collision. So, dritter Gang. Ja, das war meine Schuld. So, wie schnell müssen wir? 95 und wir haben so 100. 97 schaffen wir. Ja, wir sind mit komplett 100 rübergekommen und ich komme mit, jo, mit 8 ins Ziel. Naja, wir haben Sterne bekommen. Man kann nicht meckern. Wenn wir neu starten, denn wir müssen ja gut sein. Wir müssen auch immer rechtzeitig schalten. Deswegen muss ich eigentlich das komplette Bildschirm im Auge haben. Ach, was. Na, 12. Wir dürfen nicht über Sand fahren, dann werden wir erstens langsamer und vermutlich auch eine Kurvenstrafe bekommen wir dann. So. Ich starte nochmal neu. Die ist nicht so toll. Dritter Gang. Ja. Ich krieg euch alle noch hier, ihr Weicheier. Ach, guck hier. Das war schon wieder unser Fehler. So, hier direkt. Werden wir den schlagen? Na klar, mit 1030 Points. Na gut, den haben wir auch geschlagen. Mit 515 Punkten. Wir fahren. Sag ja, wir sind eine besenkte Sau. So wird man auch Zehnter. Oh, das war gut. Ich dachte, es wäre ich, weil das mein Avatar ist. Bin ich schnell? Yes, wir haben unseren Avatar geschlagen. Ne, den kriegen wir jetzt glaube ich nicht. Ne, der hat 1038 gehabt und das war zu hoch, zu viel. Paar Punkte hätten uns gefehlt. Oh je. Und immer noch toll, es hat sich nichts dran geändert. Menschenskinder. Platz, ich will Erster werden hier. Wie viel haben wir? Na, schaffen wir es? Nee, wir schaffen es nicht. Na, das ist jetzt das Ende und wir sind... Ach da. Ah, nee. Naja, ich klicke auf mal auf weiter. Gleich. Naja. Aber gut fahren wir dennoch. Ui, wow. Da war mal Kämmert hier schon. Sieht aus wie im Regenwald. Da steht da Tamil Nadu. Nadu Papu. Wir sind 9.
Challenges von 12 Leuten. Durch und Geschwindigkeitsduell, das schaffen wir. Also einen Stern kriegen wir mindestens. Und ich kriege eine Strafe. Und ja, die anderen. Tschüss. Lahmschnecksche. Schnecksche. So, Hashtag Drive Club. Kannst du mittweeten, was du denkst, was. So, wie viel braucht man? 152. Oh, wow, wow. Haben wir. Yes! Siehst du, was habe ich gesagt? Einen Stern kriegen wir mindestens. Und die anderen, den anderen Stern mit drei, Top 3 Platzierung, das sehe ich schwarz in dieser Runde. Nun ist auch die letzte Runde, von daher. Aber Hauptsache, wir haben den anderen Stern. Und bei dem anderen Rennen haben wir keinen Stern bekommen. Ah, auf die Strecke zurück. Was ist denn jetzt los mit mir? Noch Sechster geworden. Das finde ich eine tolle Leistung. Toll. Fresh, fresh. Machen wir das letzte noch und dann mache ich den Cut. Geht's los? Nee. Oh, da waren wir noch nicht. Ist vielleicht am Hafen? Oder so. Ja, das müsste eigentlich eine kleine Strecke sein, weil 52 Sekunden, das hört sich so wenig an. Aber ist es das auch? Nein, ich sage nein. Yeah, wir haben es. Aber immer wenn wir das schaffen in so guter Zeit, dann kriegen wir nichts. Oh, was eine Kollision hier. Ich drehe mich hier im Kreis. Und wir haben dennoch geschlagen. Wahnsinn hier. Wahnsinn, liebe Leute auf der Tribüne. Tribüne. Komm es her, hier haben sie noch nichts gesehen, was sie schon gesehen hätten. Hier erleben sie das pure Rennvergnügen. Denn nur hier erleben sie die wahren Champions. Points for Germany. Mitten rein hier, typisch. Das war unglücklich. Das war lustig. Einfach reingebrettet und den jetzt haben wir auch sechs drei Runden.
Wahnsinn hier, wir haben 1033 Punkte, glaube ich, gemacht. Ich habe es zu spät gesehen. Und hier brauchen wir... Ach, haben wir schon längst geschlagen. 4. Naja gut. Ach, ich habe zu spät abgebremst. Kurve habe ich gesehen, ja. Ich dachte, och. Noch. Ich dachte, kommen wir sicher durch oder so. Aber es war ja gar nicht. Es war ja nichts. Diese war Renate. Oh je. Fahrerlaubnis, Fahrstufe 9 haben wir jetzt. Und wir haben neuen Mercedes. So, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Carlos. Ciao.